Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Auslosung vom Halloween-Lotto. Erstmal Happy Halloween! Wir haben den 31. und wie versprochen werden wir jetzt die zwei Gewinnerinnen auslosen. Und ja, ich bin gespannt, ich freue mich, ich hoffe ihr seid auch gespannt. Zumindest ist die Mädels von euch, die mit im Lostopf sind. Ja, und ich denke, ohne viel Tamtam und Tara drehen wir die Kamera und starten die Auslosung. So, dann wollen wir mal. Dann schreiten wir zur Tat. Hier haben wir unseren Jack. Da ist mein Geld, was ich gespart habe, bereits rausgewandert. Und es hat jetzt Platz gemacht für unsere Lose. Und die kommen da jetzt rein. Und zwar haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So. 9 richtige, beziehungsweise 9 Mädels, beziehungsweise Damen, die zwei richtige hatten, zwei richtige Tipps hatten. Wie ich schon gesagt habe, wir hatten diesmal erstaunlicherweise echt keinen, der drei richtige hatte. Und ich denke auch, vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel verlangt. Ich weiß es nicht. Deswegen hatte ich mir fürs nächste Lottospiel, für die nächste Spielrunde im nächsten Jahr dann überlegt, dass wir das anders machen werden. Ich glaube, dann ist die Spielfreude für einige auch ein bisschen höher, dass wir den Hauptpreis unter allen verlosen, die zwei Richtige haben, und einen Trostpreis unter denen verlosen, die einen Richtigen haben. Ich glaube, dann ist es, ja, weil die Chance ist ja doch ein bisschen höher, ne? Also drei Richtige. Beim letzten Mal hatten wir ein paar, aber dieses Mal, ich dachte erst, dass es einer wäre, aber doch nicht. Also es sind wirklich nur Teilnehmer, die zwei Richtige haben. Aber nichtsdestotrotz werden wir trotzdem zwei Pakete verlosen. Nach wie vor, also wir machen einen Hauptpreis. Ne? Das ist quasi das Paket, was sonst an denjenigen gegangen wäre, der drei richtige hat. Und einen, ja, Trostpreis im Prinzip. Also verlosen wir jetzt hier quasi zwei Päckchen aus. Unter allen, die zwei richtige hatten. Genau, und ich würde sagen, ohne viel Tamtam legen wir los. Ich versuche hier mal mit meinen Wurstefinger reinzukommen. Huch, guck mal, da hat der Jack schon vorne einen ausgespuckt. Das wollen wir ja nicht. Wir schütteln mal nochmal kräftig durch hier. So. So, dann würde ich sagen, ziehen wir zuerst den zweiten Preis, also den Trostpreis, also den, der quasi für denjenigen gedacht war, der zwei richtige hat. Ja, dann fangen wir damit an. Das ist jetzt dieserjenige, welcher, und das ist Bille L. Sibylle ist das, genau. Liebe Bille, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst ein Päckchen von mir geschickt. Deine Adresse habe ich ja schon, du hast mir alle Details schon zugeschickt. Und ja, würde ich dann in Kürze ein kleines Überraschungspäckchen von mir erwarten. Von mich erwarten? Von mir erwarten. Ich sag's euch, deutsche Sprache, schwere Sprache. So, das ist quasi Platz 2. Und jetzt geht es um den Hauptpreis. Wir schütteln nochmal kräftig durch. Komm, wir schütteln nochmal. So. Und der Hauptpreis, Trommelwirbel, geht an. Ich greifen wir da unten rein. So, einfach mal. Nehmen wir mal den hier. Ja, wollen wir? Ja, komm, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir machen es spannend. Der Hauptpreis geht an Samantha S. Liebe Samantha, ich gratuliere dir recht herzlich. Herzlichen Glückwunsch. Auch du bekommst ein Päckchen von mir zugeschickt. Ja, in Kürze. Also ich werde mich dran setzen. Ich will noch ein bisschen was zusammenpacken. Aber ja, ich sag mal so, innerhalb der nächsten 1 bis 2 Wochen kommt da Post bei euch beiden an. Liebe Bille, liebe Samantha, herzlichen Glückwunsch.
Wunsch von mir. Ich hoffe, ihr freut euch. Vielen, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Natürlich auch an alle anderen, die da drin waren jetzt im Topf und natürlich auch an alle anderen, die ja nicht im Topf gelandet sind. Ich hoffe, ihr hattet zumindest jede Menge Spaß. Ich hatte definitiv jede Menge Spaß. Und ja, ihr hattet schon teilweise gefragt nach einer nächsten Runde. Also ich denke mal im Frühjahr, also so Anfang des Jahres, ich denke mal vielleicht im Februar oder so, werden wir da auf jeden Fall eine neue Runde starten. Und dann, wie gesagt, werden wir das, glaube ich, ein bisschen einfacher machen, sodass da definitiv mehr in den Lostopf hüpfen, weil da macht es irgendwie doch mehr Spaß, oder? Gut, ich wünsche euch was, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Abend, seid lieb zueinander und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin und herzlichen Glückwunsch, ihr beiden.